zu dem Mann, wegen dem wir so zahlreich erschienen sind. Er wurde 1971 in Paris geboren und ist dort auch aufgewachsen. Als Sohn des Forschers und Malortbegründers Arno Stern wurde er bekannt als Mann, der nie in der Schule war. Er ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und spricht 5 Sprachen und das, obwohl er nie eine Schule besucht hat. Er wird uns mitnehmen in seine Welt, uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus André Stern. Wenn ich alle Fragen schon bei der Vorstellung beantworten kann, gewinnen wir ganz viel Zeit. Und dann hatte ich mir einen kleinen Satz ausgedacht und den sagte ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo ankam, damit eben all die Fragen im Vorfeld schon beantwortet sind. Und das ging etwa so: Bonsoir, guten Abend, mein Name ist André, ich bin ein Junge. Ja, das war sehr wichtig, das zu unterstreichen, weil ich damals schon langes Haar hatte. Aber damals hat man mich für ein Mädchen gehalten. Das ist heute nicht mal immer, also immer weniger der Fall. Naja, aber wissen Sie, dass ich unterstreichen wollte, dass ich ein Bub bin, war ja nicht deshalb, weil es mir eigentlich irgendwie wichtig gewesen wäre. Und das fällt mir jetzt umso mehr auf, dass das auch meinem Sohn passiert. Darf ich vorstellen, gleich jetzt zu Beginn, meinen Sohn Antonin, inzwischen 6-jährig, mein Ebenbild. Blond mit weißer Haut und hellen Augen. Aber auch mit langem Haar. Und auch er wird immer für ein Mädchen gehalten. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich mich auch irren. Und auch ihm spielt das eigentlich keine Rolle, weil Kinder diese Unterscheidungen gar nicht machen. Und vor allem, die bewerten das gar nicht. Bub oder Mädchen, das spielt für sie eigentlich keine Rolle. Das sind Unterschiede. Aber sie fühlen da keine Zugehörigkeit, die sind ein wenig alles. So wären wir auf die Welt gekommen. Deshalb ist es für die Kinder nicht so wichtig. Aber dass man unterstreichen möchte, dass man ein Bub ist, beruht darauf, dass man dem Gegenüber den unglaublichen Schock ersparen möchte, dem ihm passiert, wenn er merkt, er hatte sich geirrt. Wissen Sie, also das merke ich immer wieder, ich finde es amüsant. Ich weiß nicht, ob Sie es amüsant finden, wenn jemand Antonin sagt, oh, Mädchen, wie alt bist du? Und er sagt, ich bin kein Mädchen. Dann, oh, Entschuldigung, das tut mir so leid. Also eben, so ein Schock, das möchte man, den Schrecken möchte man ersparen und deshalb warnt man schon im Vorfeld, ich bin ein Bub. Also ich wiederhole, bonsoir, guten Abend, mein Name ist André, ich bin ein Bub, ich bin 4-jährig, ich esse keine Bonbons, auch sehr wichtig, weil damals, ich weiß nicht, wie es hier gewesen ist, in eurer Kindheit, in meiner in Paris, da gab es in jedem Laden eine Art Schüssel mit
Süßigkeiten drin und die wurde immer den Kindern angeboten. Aber die Kinder, die bekamen zu Hause die Auflage, niemals von fremden Menschen Süßigkeiten anzunehmen. Also deshalb, ich esse keine Bonbons. Also ich wiederhole ein letztes Mal. Bonsoir. Ich heiße André, ich bin ein Bub, ich bin vierjährig, ich esse keine Bonbons und zur Schule gehe ich nicht. Und somit war ich vorgestellt und der letzte Teil des Satzes, der sorgte immer für eine gewisse Aufregung. Das ist heute noch der Fall. Aber um mich vorzustellen, kann ich fast hundertprozentig denselben Satz ja verwenden, weil sich ja in den letzten 41 Jahren eigentlich höchst wenig bis gar nichts verändert hat. Bonsoir, mein Name ist immer noch André, ich bin immer noch ein Bub, ich bin immer noch ein Kind. Zwar ein 45-jähriges, aber noch immer ein Kind. Ich esse immer noch keine Bonbons und ich war nie in der Schule. Und das macht aus mir eine Art Ausnahme in unserer pädagogischen Landschaft oder überhaupt in unserer Landschaft. Und das ist schon merkwürdig. Also das war für mich schon immer sehr merkwürdig, aber das wird es immer mehr, dass ich eine Ausnahme darstelle, wo ich doch das Allernatürlichste und das Allerbanalste erlebt habe, was man überhaupt erleben kann. Das, was ich erlebt habe, würde jedes Kind, ausnahmslos jedes Kind erleben, vorausgesetzt, die Bedingungen sind irgendwie ähnlich und es geht also nicht um das Kind, sondern um die Bedingungen. Und es wird heute Abend nicht um ein Kind gehen, so hoffe ich, sondern um das Kind allgemein. Und denn ich bin ja ein banales Kind. Ich bin total banal und ich möchte auch nur wegen dieser Banalität überhaupt darüber erzählen. Weil so sind alle Kinder. Und das, was mir passiert ist, passiert jedem Kind, wenn wir aufhören von irgendeiner Idee, von irgendeiner Theorie, von einer Methode oder von irgendeinem Konzept auszugehen. Und wenn wir anfangen, vom Kind auszugehen, dann passiert das jedem Kind. Um darzustellen, wie banal ich bin, kommt mir immer dieselbe Metapher in den Sinn. Nehmen Sie einen Mangokern und legen Sie ihn ins Wasser und warten Sie ein paar Tage. Was passiert dann? Dann wächst ein Stiel heraus und ein paar Wurzeln wachsen auch heraus und dann ruft keiner von uns hier in diesem Raum aus, oh, das war ein hochbegabter Mangokern. Weil das ja in der Natur des Mangokerns liegt, zu wachsen, sobald es im Wasser ist. Und es liegt in der Natur des Kindes auch, zu wachsen und zu lernen. Das Kind, das kann ja gar nicht lernen, denn das ist für das optimiert, das ist für das gemacht. Und das ist deshalb für das gemacht, weil es auf die Welt kommt, ausgestattet mit einer umwerfenden Reihe von spontanen, nativen, also angeborenen Veranlagungen. Und diese Reihe von Veranlagungen, die ist so umwerfend, dass ich euch ein paar davon heute Abend als erstes vorstellen möchte. Es gibt keine Hierarchie zwischen diesen Veranlagungen, es gibt auch keine Chronologie. Es gibt nicht eine, die wichtiger ist als eine andere. Es gibt auch eine, die vor der anderen auftauchen würde. Aber ich muss sie in irgendeiner Reihenfolge vorstellen. Und ich muss noch einmal unterstreichen, diese Veranlagungen, das ist unsere serienmäßige Ausstattung. Keiner von uns hat sie nicht. Wir sind alle mit diesen Veranlagungen ausgestattet auf die Welt gekommen. Es gibt keine Handicaps, die genug groß wären, uns davon irgendwie abzuhalten, sie in uns zu haben. Deshalb interessieren sie mich so sehr, weil das ist ja eben, wie gesagt, unsere serienmäßige Ausstattung. Erste Veranlagung, die möchte ich euch heute Abend mit einer Frage vorstellen. Machen wir es mal in dieser Reihenfolge. Ich stelle euch eine Frage. Was ist das Erste, was ein Kind tut, sobald wir es in Ruhe lassen? Spielen. Das wissen wir. Und darauf wissen wir die Antwort sofort, auch wenn ihr es nicht gesagt habt. Habt ihr es innerlich gewusst? Jetzt, das heißt, wissen würden wir es tun. Es gibt übrigens einen kleinen Zusatz an dieser Frage und darauf wissen wir auch sofort die Antwort. Würden wir das spielende Kind nie unterbrechen, so würde es immer weiter spielen. Also auch das wüssten wir.
Dann habe ich eine dritte Frage. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir die Antwort nicht sofort finden. Warum also unterbrechen wir das spielende Kind immer wieder? Weiß niemand die Antwort. Also wenn wir viel Zeit heute Abend zusammen verbringen würden, und das können wir auch tun, wenn ihr wollt, würden wir dann feststellen, wir unterbrechen das Kind immer wieder, weil wir das Gefühl haben, weil wir einfach kein Vertrauen haben, weil wir das Gefühl haben, das könnte eben nicht genügen. Es müsse was mehr geschehen, damit das Kind ja zu einem guten Menschen sich entwickelt. Merkt euch diesen Vorsatz. Und jetzt, das ist ja interessant, weil wir das alle festgestellt haben, also könnten wir irgendwelche Schlüsse gezogen haben, aber jetzt kommt die Hirnforschung. Jetzt kommt die moderne Wissenschaft. Und das ist jetzt besonders interessant, weil die moderne Wissenschaft, die Hardcore-Wissenschaft, heutzutage etwas tut, das wir früher dem New Age oder der Esoterik zugeschrieben hätten. Man öffnet irgendwie so eine Schatztruhe, in der wir feststellen, dass eigentlich also Bereiche angesprochen werden, die bis jetzt nicht so gewöhnlich waren, wie zum Beispiel, dass alles verbunden ist. Und die moderne Wissenschaft sagt uns interessante Dinge, zum Beispiel, ich habe das Glück, mit dem deutschen Hirnforscher Gerald Hüther zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, dass es zum Lernen nichts Besseres gibt als das Spielen. Es gibt zum Lernen kein besseres, kein idealeres Werkzeug als zu spielen. Kurz gesagt, es gibt zum Lernen nichts Besseres als zu spielen. Man schreibe es sich hinter die Ohren. Wobei es dort hinten nicht sehr nützlich ist, denn dort sieht es niemand. Ich würde es ganz groß entweder hier oder auf die Kühlschranktür schreiben wollen. Damit wir das, weil das würde verändern unsere ganze Art und Weise, dem Kind, dem spielenden Kind zu begegnen. Denn ein spielendes Kind ist ein Mensch, der sich der sinnvollsten Tätigkeit widmet, der sich der Mensch widmen kann. Und das würde auch eben eventuell unsere Art und Weise beeinflussen, wie wir dem Kind begegnen und wie wir seinem Spiel begegnen. Denn jetzt wissen wir, es gibt, für das Kind sind Lernen und Spielen auch logischerweise Synonyme. Das Kind kann diese beiden Begriffe gar nicht voneinander trennen. Das Kind kann diese beiden Begriffe überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Logisch kann das Kind das nicht. Und jetzt müssen wir aber uns doch vorstellen, was es für das Kind bedeutet. Für ein Kind, dem eines Morgens eine primäre Referenzperson, anders gesagt meistens die Eltern, eine dem Kind sehr wichtige Person, deren Meinung besonders wichtig ist. Diese Person sagt eines Morgens dem Kind, es soll nicht mehr spielen, sondern lernen. Das Kind kann das gar nicht verstehen. Das ist, als ob ich von Ihnen verlangen würde, Sie sollen jetzt bitte atmen, ohne Luft zu holen. Wenn ich sowas von Ihnen verlange, dann werden Sie denken, der Vollidiot dort oben erwartet was völlig Absurdes von mir. Ich hoffe mindestens, dass Sie das denken, denn das ist die einzige Reaktion auf so eine stupide Auflage. Nun aber, das, was Sie gerade gemacht haben, mir gegenüber, macht kein Kind einem Erwachsenen gegenüber. Und das sollten wir uns merken. Kein Kind stellt die erwachsene Person in Frage. Kein Kind denkt, dass die erwachsene Person ein Problem hat. Immer denkt das Kind, dass es selbst ein Problem hat. Und wenn das Kind dazu gebracht wird, zu denken, dass es ein Problem hat, so hat uns die Hirnforschung gezeigt, werden in seinem Gehirn die genau selben Netzwerke aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das wussten wir bis jetzt nicht. Jetzt aber wissen wir das. Was ist Spielen für uns Menschen? Spielen ist für uns Menschen die einzige Schnittstelle zwischen der imaginären und der realen Welt. Sucht eine weitere, ihr werdet keine finden. Spielen ist das Einzige, was uns ermöglicht, immer wieder Dinge zu erleben in der Sicherheit der Simulation. Weil sie sonst draußen zu schwierig oder gefährlich oder gar unmöglich wären. Ich weiß, das ist kein leichter Satz, ich wiederhole. In der Sicherheit der Simulation erlaubt uns das Spiel, Dinge immer wieder und immer wieder zu erleben, die sonst zu gefährlich oder schwierig oder gar unmöglich wären. Das ist genau das, was ein Flugzeugpilot in einem Flugzeugsimulator
macht. Das ist das Spielen für uns. Das ist auch unser intellektuelles Verdauungssystem. Das merke ich immer wieder, wenn die Kinder, die sammeln, die saugen Informationen auf, die sammeln sie von überall, die sind wie Magnete und irgendwann haben sie dann all diese Informationen gesammelt und sagen, jetzt werde ich das spielen. Somit wird das verdaut, was man alles, so eignet man sich das an, was man alles an Informationen gesammelt hat. Spielen ist auch unsere letzte Freiheit. Und man hat sie uns nicht genommen. Und mit Mann bedeutet es, also meine ich nicht die Bösen, die über uns entscheiden. Nein, Mann sind ja wir. Jedes Mal, wo wir nicht sehen, dass wir Mann sind, machen wir einen Fehler oder suchen da, wo es niemanden gibt. Nein, man hat uns unsere letzte Freiheit nicht genommen, sonst würden wir ja kämpfen, um sie zurückzuerobern. Nein, es ist subtiler. Man hat unsere Freiheit dermaßen entwertet, dass wir sie gar nicht mehr wollen. Ja, niemand würde hier heute Abend sagen, so, du tut mir leid, es ist jetzt Zeit zu spielen, ich muss jetzt gehen. Nein, das haben wir, und wir haben es eben, also wir haben diese, wir wollen sie gar nicht mehr, weil wir ein weiteres Wunder geschafft haben. Nicht nur haben wir es geschafft, spielen und lernen zu trennen, was allein schon eine Leistung ist, denn das Kind kann das nicht. Nein, wir haben das geschafft, diese plötzlich getrennten Einheiten am entgegengesetzten Ende der Ernsthaftigkeitsskala zu positionieren. Einerseits das sehr ernste Lernen und andererseits das gar nicht ernste Spielen. Wenn ich persönlich das Lernen wäre, wäre ich ziemlich böse, dass man mir jede Möglichkeit entnommen hat, irgendwie spielerisch zu sein. Wenn Lernen spielerisch ist, ist es gleich suspekt. Verdächtig, habt ihr das bemerkt? Also wir haben diese beiden Begriffe getrennt und wir wollen sie ja gar nicht mehr. Und so ist uns unsere letzte Freiheit abhanden gekommen. Obwohl wir inzwischen wissen, zum Lernen gibt es nichts Besseres. Und obwohl wir wissen, schaut, ist das nicht eine unglaubliche Einladung zu mehr Vertrauen? Ich muss euch gestehen, diese Einladung, diese Hoffnung, eine Einladung für mehr Vertrauen irgendwie zu ermöglichen, ist der Sinn für mich vom heutigen Abend. Denn schaut, was ist es sonst als eine Einladung zu mehr Vertrauen? Zu wissen, dass wir alle serienmäßig ausnahmslos ausgestattet sind mit dem allerbesten Lernapparat, den es hier gegeben hat. Und dass wir dazu noch diesen Lernapparat so sehr mögen, dass wir, wenn wir das nicht entwertet hätten, den ganzen Tag nur mit diesem Lernapparat unterwegs wären. Und ich finde, das ist eine Einladung, dem Kind eine neue Weise zu begegnen. Und das ist ja nur eine der spontanen Veranlagungen. Es gibt eine weitere, die ich euch heute Abend vorstellen möchte. Und da muss ich ein bisschen von der Hirnforschung berichten. Ich bin überhaupt kein Hirnforscher. Ich habe, wie gesagt, das Glück, mit Gerald Hüther, mit dem deutschen Hirnforscher, den Sie gewiss kennen, zusammenzuarbeiten. Ich werde jetzt seine Arbeiten zitieren, aber fast wortwörtlich. Ich meine, viele von Ihnen werden wissen, alles wissen, was ich jetzt erzählen werde. Das ist also kalter Kaffee für euch, aber auch kalter Kaffee ist manchmal gut. Ich möchte nur wirklich kurz zusammenfassen, denn das stellt diese zweite, obwohl es keine Chronologie und keine Hierarchie gibt, das stellt diese zweite Veranlagung dar oder vor. Wir haben jahrhundertelang geglaubt, dass unsere Gehirne genetisch programmiert sind. Dass unsere Gene bestimmen, ob wir als intelligente oder als dumme Menschen auf die Welt kommen. Und das war schön praktisch, denn man hatte ja zwei Kategorien. Die intelligenten Menschen und die dummen Menschen. Und man gehörte der einen Kategorie an oder der anderen und man blieb auch dieser Kategorie ein ganzes Leben lang treu. Ist ja klar, genetisch kann man ja nicht verändern. Damals hat man noch die Epigenetik erst gar nicht entdeckt und vor allem eben. Und wer genetisch sagt, sagt auch nicht wahr erblich. Also dumme Eltern bekommen dumme Kinder und intelligente Eltern bekommen intelligente Kinder. Und das hat man oft gehört, er ist genauso dumm wie sein Bruder.
Das haben wir auch immer so gerne gehört. Oder er ist genauso intelligent wie seine Schwester. Das heißt, wir hatten die Idee, das ist alles genetisch programmiert. Unsere Gene bestimmen das und man bleibt ein Leben lang treu. Und eine ganze Weltordnung wurde organisiert, die beruht auf dieser Annahme, dass wir genetisch programmiert dumm oder intelligent auf die Welt kommen. Und diese Weltordnung ist heute noch gültig. Das ist ja erstaunlich, weil inzwischen etwas entdeckt worden ist, nämlich man hat entdeckt, dass im Gehirn der heutigen Jugendlichen die Hirnregion, die verantwortlich ist für die Bewegung der Daumen, diese Hirnregion ist im Gehirn der heutigen Jugendlichen viel, viel größer als dieselbe Region im Gehirn der Jugendlichen vor 50 Jahren. Und ja, das beruht darauf, dass sie so viel SMS schreiben. Und die Studie ist ja ganz jung, aber doch alt genug, dass es die Zeit war, wo die Handys noch Tasten hatten. Da wisst ihr noch, wie mein H oder J geschrieben hat. Und da haben wir gesagt, wow, unglaublich. Also bedeutet das, dass das Gehirn nicht genetisch, oder mindestens nicht nur genetisch programmiert ist, sondern dass sich das Gehirn entwickelt, wie man es verwendet, wie ein Muskel. Also, wow, dann brauchen wir nur noch Muskeltraining fürs Gehirn zu entwickeln und dann haben wir alle ganz große Gehirne. Damals haben noch die Pädagogen und die Hirnforscher zusammengearbeitet und haben gemeinsam diese Frühförderungsprogramme entwickelt. Ja, und diese Frühförderungsprogramme, die kennt ihr vielleicht, vielleicht sind manche von euch da durchgegangen oder haben es umsetzen müssen. Das waren 5 Sprachen im Kindergarten oder Sudoku zum Frühstück, Chinesisch im Mutterleibe anhand von Lautsprechern. Ihr lacht, aber das wurde alles gemacht mit einem spannenden Ergebnis. Null. Keine Ergebnisse, keine Resultate. Bringt nichts. Das hat diejenigen, die das entwickelt hatten, ziemlich traurig gemacht. Warum funktioniert das beim SMS-Schreiben so gut, aber beim Mathe-Lernen nicht? Das wird auch so praktisch gewesen. Es fehlte aber ein Teil der Entdeckung. Das ist der jüngste Teil der Entdeckung. Unser Gehirn entwickelt sich zwar, wie wir es verwenden, wenn aber wir es mit Begeisterung verwenden. Und jetzt hätten wir dieses Wort. Und jetzt hätten wir auch diesen Schlüssel. Denn das ist ja der Begriff des 21. Jahrhunderts. Begeisterung. Das wussten, das ist wieder einmal ja, so spannend, das ist genau wie bei dem Spielen. Das ist etwas, das wir alle schon wussten. Das ist doch spannend, dass die Hirnforschung nach Jahrzehnten der Forschung jetzt endlich in der Lage ist, Dinge zu beweisen, die wir schon immer wissen. Wir wussten, dass Begeisterung uns Flügel verleiht. Wir wissen schon immer, dass wir im Zustand der Begeisterung zu allem fähig sind. Wir wissen schon immer, dass wir im Zustand der Begeisterung keine Grenzen kennen, dass wir fähig sind, über alle Grenzen hinauszuwachsen. Das wissen wir schon immer. Wir wissen, dass wir im Zustand der Begeisterung regelrecht genial sind. Aber jetzt zeigt uns die Hirnforschung, was passiert. Am Ende der langen Fortsätze werden neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet und die wirken aufs Gehirn wie Dünger. Und Dünger ist auch das Wort der Hirnforschung. Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Ist das nicht eine zweite unglaubliche Einladung zu mehr Vertrauen in das Kind, beziehungsweise in uns selbst, denn auch wir sind noch ein Kind. Nicht nur sind wir alle serienmäßig ausgestattet mit dem besten Lernapparat auf die Welt gekommen, wir sind alle auf die Welt gekommen mit portablem Hirndünger. Kinder kennen keine Hierarchien zwischen den Bereichen. Die kennen keine Hierarchien zwischen den Fächern. Die kennen auch keine Hierarchien zwischen den Berufen. Wenn ich von ihnen verlangen würde, dass sie ab jetzt als gleichwertig stricken und Mathe betrachten, werden Sie es vielleicht rhetorisch jetzt für den Abend annehmen, aber ganz im Herzen und im Kopf werden Sie es nicht wirklich glauben. Es ist aber so für das Kind. Für das Kind ist Stricken genauso relevant und genauso wichtig wie Mathe. Und für das Kind ist Fensterputzer oder Müllmann genau oder mindestens so wichtig wie Astronaut oder Anwalt oder Arzt.
Das heißt, sie kennen keine Hierarchien zwischen den Fächern, zwischen den Materien und zwischen den Berufen. Und weil sie das nicht kennen, begeistern sie sich die ganze Zeit für alles. Und wer mit kleinen Kindern lebt oder irgendwie zu tun hat, weiß das. Und deshalb hat man einen Begeisterungssturm im Gehirn eines 2-3-jährigen Kindes gemessen, und zwar jede zweite oder dritte Minute. Jede zweite oder dritte Minute begeistert sich ein kleines Kind und empfindet einen Begeisterungssturm, weil es sich ja für alles begeistert, und der eine Sturm ist noch nicht vorbei, dass der nächste schon anfängt. Anders gesagt, das Gehirn eines 3-Jährigen badet von morgens bis abends in Hirndünger. Wenn das nicht eine dritte Einladung zu mehr Vertrauen ist. Wissen Sie übrigens, wie oft wir Erwachsene dieselbe Menge Begeisterung empfinden, wie ein 2-3-jähriges Kind jede zweite oder dritte Minute erlebt? Ein Erwachsener empfindet dieselbe Menge Begeisterung, wie ein 2-3-Jähriger jede zweite oder dritte Minute empfindet, 2 bis 3 Mal im Jahr. Und das ist der Weltdurchschnitt. Und was bedeutet etwas? Das bedeutet, wenn ich manche sehe, wie Sie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Sie begeistern sich öfters als 3 Mal im Jahr. Angenommen 9 Mal im Jahr. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie im Weltdurchschnitt den Anteil von 2 anderen geklaut haben, die sich in der Zeit gar nicht begeistern können. Und das erklärt einige der Probleme dieser Welt, alles ihre Schuld. Aber ich möchte Sie beruhigen und uns alle auch beruhigen. Begeisterung ist die einzige grenzenlose Ressource auf Erden. Und je mehr man davon Gebrauch macht, umso mehr gibt es davon. Das heißt, in jedem Kind steckt Genialität. Jedes Kind ist genial. Das heißt, jeder von uns ist genial. Vorausgesetzt, er findet das, was ihn begeistert. Und damit wir uns begeistern können, wie die Kinder, mit der Authentizität, mit der Ernsthaftigkeit, mit der Dauerhaftigkeit des Kindes, damit wir uns wieder wirklich, wirklich tiefgehend begeistern können, wie ein Kind, das jede zweite oder dritte Minute macht, da müssen wir uns aber befreien von ziemlich vielen Dingen. Zum Beispiel eben von den erwähnten Hierarchien, bescheuerten Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern. Weil wenn Sie sich begeistern für irgendeinen Beruf, der nicht gut angesehen ist, dann wagen Sie es fast gar nicht, Ihre Begeisterung auszuleben. Und schade, so versäumen Sie es, so genial zu sein, wie Sie hätten sein können. Wir müssen uns davon befreien, eindeutig. Wir müssen uns aber auch noch von weiteren Dingen befreien. Damit wir dem eigenen Kind frei gegenüberstehen können, müssen wir uns befreien von unserer bescheuerten Positionierung der Kindheit gegenüber. Sonst übertragen wir sie auf uns selbst. Denn so wie wir als Kind angesehen worden sind, sehen wir uns heute weiterhin an. Was ist unsere Positionierung dem Kind gegenüber? Die möchte ich illustrieren. Unsere Positionierung, darf ich sie als Opfer nehmen, unsere Positionierung dem Kind gegenüber ist diese. Angenehm, nicht wahr? Haben Sie eine Halsstarre in wie vielen Minuten? Und für euch alle hier auch genauso unangenehm. Der Druck und das Unbequeme spürt ihr alle. Ihr habt nur eigentlich einen Wunsch, dass ich mindestens einen... Na, aber das ist nicht die Positionierung unserer Kinder. Wie sie sich jetzt fühlen, so fühlen sich unsere Kinder. Und zwar tagtäglich, stündlich. So wie sie jetzt nach oben sehen, so schauen die Kinder auf die ganze Welt, weil man auf sie so herunterschaut. Und wir sind für das nicht optimiert. Wir sind für das optimiert. So kommen die Kinder auf die Welt und so gehen die Kinder auf die anderen Menschen zu. Und Achtung, das ist kein pädagogischer Trick, denn man hat daraus einen Trick gemacht. Man hat Pädagogen gesagt, geh in die Hocke, so bist du auf derselben Augenhöhe wie die Kinder. Seht ihr, was das bedeutet? Geh herunter. Alleine das ist schon eitel genug. Aber wissen Sie was? Wenn das ein Trick ist und die Kinder haben einen unglaublichen Authentizitätsdetektor eingebaut,